LMC T660G. Ein absoluter Geheimtipp für Leute, die was ganz Außergewöhnliches haben möchten, was man nicht so oft sieht. Und LMC ist wirklich eine tolle Geschichte. Und ruhig mal googeln über die Historie von LMC. Ihr werdet einiges erfahren. Ein alteingesessener Hersteller von Wohnwagen, der wirklich einen ganz großen Ruf genießt. Und viele Niederländer bedienen sich der Marke LMC. Das Heck recht automotiv, aber die, ich sag mal, Schönheiten stecken innen. Ich habe eine automatische Sattanlage, Thule Omnistor auf dem Dach mit drauf. Eine große Heckgarage, Kassettentoilette, so viel alles zum Standard. 7 Meter Fahrzeug hier, 2,30 Meter Breite. Eine Zuladung hier von 810 Kilo maximal oder 660 auf 3,5 Tonnen kostet 86.465 Euro. Also die etwas breitere Variante sieht man auch an den erweiterten Spiegeln an der Seite, die hier mit drauf sind. Das Modell 2022. Und hier an der Seite sieht man sehr schön GFK an der Seite. Wahrscheinlich auch auf dem Dach, das werden wir gleich mal sehen. Hier eine ordentliche Aufbautür, die von der Verriegelung her einen Punkt hat und Fliegengitter integriert. So, alles recht hell bei LMC. Man hat helles Holz hier unten eingebaut und so eine Art Mikrofaser oben und unten Stoff ist hier mit drin und der Grundriss, das werdet ihr gleich sehen. Das Ganze steht hier auf 4 Ducato 8, natürlich mit 9-Gang Automatik hier mit drin. Zenex-System und den ganzen Helferlein, die mit eingebaut worden sind. 4 Ducato 8. Hat sehr viel Platz gelassen hier oben. Die Besonderheit hier ist wirklich die ganze Ausführung mit solchen Baldachinen, die hier verkleidet sind. Also das Ganze macht einen sehr, sehr hochwertigen Zustand, Eindruck. Hier vorne ist es verschraubt und verklebt. Die Leute von LMC sagen meistens, hey, es klappert viel weniger als bei vielen anderen Fahrzeugen. Und eine klassische Aufteilung der Sitzgruppe mit einem kleinen Bänkchen hier vorne beim 7 Meter Fahrzeug, einem großen Fernseher, das werde ich euch gleich mal zeigen. Und Möbelfronten, die komplett grifflos sind. Das macht natürlich einen sehr, sehr aufgeräumten Eindruck. Und es ist schon fast schick, muss man sagen. Also wenn ich jetzt hier mal durchgucke und sehe so, dass die Möbelreihe komplett von vorn bis hinten läuft, dann sieht man also, wie schön das Ganze hier anzusehen ist. Also hier grifflos, hier hat man so kleine Fächer, die sind offen in Grau. Und wenn ich mich hier hinsetze, ich mache das mal gerade, habe ich einen kompletten Blick von vorne nach hinten und das schafft natürlich diesen mega Raum hier drin, sodass ich mich nicht so erdrückt fühle. Ich habe jetzt noch ein Mittenbad. Interessant wäre es natürlich mit dem Heckbad, aber dann hätte ich keine Heckgarage. Hier habe ich praktisch alles. Man hat hier auf der Seite verzichtet auf komplett hohe Schränke, aber das Raumgefühl ist unerreicht und von hier aus, das finde ich eigentlich sehr interessant, sieht man die Küche gar nicht. Das heißt, die ist hier hinter, sodass sich das Ganze gar nicht anfühlt, als wäre hier eine Küche in der Mitte. Hier ein großer 40-Zoll Fernseher. Er ist mit drin. Und auch der kann einfach umgeschwenkt werden. Der ist von Alphatronics hier mit eingebaut, mit einer entsprechenden Schwenkhalterung mit drin. Gucken, wie die aktiviert wird. Vorne geht sie raus. Dann zieht man den Fernseher raus und dreht ihn einfach um. Und hat dann, könnte auch ein 32 Zoll sein. Auf jeden Fall ist es ein Riesenfernseher, ist man in der Größe auch gar nicht so gewöhnt. Und das Ganze wird in dem Fahrbetrieb einfach wieder zurückgeklappt. Und dann habe ich wieder meinen Fernseher entsprechend arretiert. Truma Kombi mit eingebaut, mit dem einfachen Bedienfeld langt. Also mir hat es allemal gelangt. Und Multifunktionsbedienfeld für Wasserstände und. Großer Tedford Tower mit der Getränkeschublade, mein persönlicher Favorit. Irre viel Platz, viel mehr als in den meisten anderen Modellen. Und dann diese Küche, die man so
direkt gar nicht vermutet. Wirklich ein tolles Modell. Großer Schrank mit dabei, mit einer Kleiderstange hier oben drin für hängende Kleidung. Hier kriege ich also gar Jacken und so weiter rein. Und dann die Küche und jetzt jeweils mit Loks mit drin, die dafür sorgen, dass das Ganze auch, wenn der Vater nicht aufgeht. Drei Flammen Kochfeld von Tedford. Und jede Menge Platz denn noch für Besteck und Töpfe, die ich reinmachen kann. Und ein kleiner Schrank mit drin. Das ist die Abdeckung für die Spüle. Die ist dort. Und ein netter kleiner Gag hier ist natürlich das Fach auf der Seite. Und ein Riesenfach auf der anderen Seite. Also es sind die kleinen Details, die bei LMC alle ein bisschen anders sind. Wir gucken mal hier drunter, sieht aus wie ein Servicefach. Ne, ist ein Staufach für Schuhe. Und hier ist dann nochmal eine Schublade. Ja, das ist ja mal eine Schuhschublade. Direkt neben dem Eingang, wie sich das gehört. Fast vorbildlich. Kleiderschränke. Finde ich ja nochmal hier. Hier habe ich nochmal einen großen Kleiderschrank mit Stange, der wirklich groß ist. Der ist direkt hier drunter unterm Bett. Zwei Längsbetten, die hier mit drin sind. Und ja, das Ganze wirklich, wirklich lang. Diese Matratze hat 1,98 Meter Länge und eine Breite von 80 cm. Also allein auf der Seite. Die hier ist ein bisschen kürzer. Ich schätze mal runde 1,85 Meter, 1,90 Meter dürfte die lang sein. Und das Ganze kann ich natürlich dann nochmal ausziehen und kann daraus eine große Liegewiese machen. Auch hier Schränke oben drüber. Und hier nochmal offene Schränke mit Expandern. Hier ist ein Lichtsystem mit eingebaut. Auf einer Dometic-Schiene, so dass ich das Ganze auch problemlos einfach verändern und erweitern kann. Ja, der Blick, wenn ich hier mich draufsetze, der ist natürlich phänomenal offen. Also ich schaue also von hier direkt durchs ganze Fahrzeug durch und diese offene Blickachse hier, die ist natürlich unbezahlbar für das Raumgefühl. Dafür habe ich natürlich ein bisschen andere Einbußen, aber das Ganze macht einen extrem hochwertigen Eindruck. Also das ist so bei LMC, wenn man das Ganze hier mit den Verkleidungen sieht, wie das hier gefertigt ist. Spritzschutz hier nochmal mit drin und ja, dieses offene Blickfeld. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Das gefällt mir schon gut. Feste Duschtüren, also wo viele dann auch nochmal mit Vorhängen oder mit irgendwelchen Schwenkbädern agieren, ist hier also einfach eine Duschtür, die kann ich mir zuziehen. Da ist ein Kleiderschrank mit drin. Ein Toilettenschrank meinte ich. Und jede Menge Beleuchtung mit eingebaut. Drei große Spots auf der Seite. Handtuchhalter hier oben, Fenster mit drin. Und die Kassettentoilette. Und auch hier das Rost, das ich hier betreten kann, damit das Ganze natürlich auch möglichst lange hält. Waschbecken. Unterm Waschbecken ist noch ein kleines Schränkchen mit drin und auch hier habe ich nochmal einen nicht so tiefen Schrank, aber für, ich sag mal, Medikamente oder die Zahnbürste und so weiter, wirklich eine tolle Geschichte. LMC, solltet ihr auf dem Plan haben, schaut euch das mal an. Ich bin zurzeit im Freistaat, filme das Ganze mal und bin auf diese wirklich tollen Modelle gestoßen. 86.465 Euro, der T660G. Ich zeige euch zum Schluss gerade nochmal das Datenblatt. Könnt ihr ein Standbild machen. Gesamtlänge 7 Meter und das Ganze auf 4 Ducato 8. Wie er hier steht, 86.465 Euro. Ich bin im Freistaat in Sulzemoos. Ganz großer Wohnmobilhändler und ja, die werben, glaube ich, damit über 1000 Fahrzeuge vorrätig. Das würde ich jetzt fast unterschreiben. Also es sind unzählige Fahrzeuge, fast wie so eine kleine Caravan-Messe, die man jederzeit besuchen kann. Danke fürs Einschalten. Tschüss.